Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Als der Krieg über die Ukraine hereinbrach, da waren sie sich schnell einig, die westlichen Partnerländer. In seltener Geschlossenheit verurteilten sie nicht nur den russischen Angriff, sie setzten in kürzester Zeit gemeinsam so weitreichende Sanktionen gegen Russland um wie nie. Doch diese Sanktionen, die können nur wirken, wenn diese Geschlossenheit weiter bestehen bleibt. Und je länger der Krieg in der Ukraine dauert, je mehr die Folgen auch weit über das Land hinaus zu spüren sind, desto mehr Kraft dürfte das kosten. Eine passende Plattform, um diese Entschlossenheit zu stärken, ist das G7-Format der führenden Industrienation, dessen Vorsitz Deutschland gerade innehat. Was beim Treffen der G7-Außenministerinnen und Minister am Weißenhäuser Strand in Schleswig-Holstein rauskam, Christine Joachim und Juli Kurz. Hier vergessen Urlauber normalerweise ihren Alltag. Doch in diesen Tagen steht am Weißenhäuser Strand in Schleswig-Holstein der Krieg im Fokus. Die G7-Außenminister sind zusammengekommen und rücken zusammen. In der Mitte die Gäste, die Ukraine und die kleine Republik Moldau, die ebenfalls von russischer Aggression bedroht wird. Ein herzliches Willkommen der Gastgeberin. Schön, dass ihr da seid. Die Ukraine aber erwartet mehr als symbolische Solidaritätsbekundungen. Der Außenminister fordert deutlich mehr Tempo und mehr Mut der großen Industrienation bei Waffenlieferungen. Wenn wir im Kampf sind und die Waffen, die wir dafür brauchen, noch unterwegs sind, ist das wenig hilfreich. Waffen, um sich zu verteidigen, Gegenden zurückzuerobern, wie Saltivka. Aus dem nördlichen Vorort von Charkiw sollen, so melden es ukrainische Truppen, die russischen Angreifer zurückgedrängt worden sein. Noch ist die Gegend in Alarmbereitschaft, die Unsicherheit spürbar, die Wunden des Krieges unübersehbar. Heute verspricht der EU-Außenbeauftragte Borrell weitere finanzielle Unterstützung für Waffen. Diese 500 Millionen könnten genutzt werden für schwere Waffen, für Ausrüstung, Panzer, Artillerie, Munition. Was man für diesen Krieg so braucht. Die britische Außenministerin plädiert dafür, bei den Lieferungen schneller und weiter voranzugehen. Es ist sehr wichtig in dieser Zeit, dass wir den Druck auf Putin beibehalten, indem wir mehr Waffen in die Ukraine liefern und die Sanktionen weiter verstärken. Die G7 sind einheitlich während dieser Krise, um Frieden und Demokratie zu schützen. In Weißenhaus beugen sie sich auch über die weltweiten Folgen des Krieges. Millionen Tonnen Getreide können den Hafen von Odessa seit der Bombardierung nicht mehr verlassen. Nun wird versucht, das Getreide über den Landweg zu diesem Hafen in Rumänien zu bringen. Aber die Lage bleibt angespannt. Die deutsche Außenministerin warnt vor einer Ernährungskrise. Der hybride Krieg wird nicht nur mit Panzern und Raketen geführt, nicht nur mit Desinformation und Propaganda. Es ist ein Nahrungskrieg, den wir bereits auf der ganzen Welt sehen. Um die Getreideblockade durch Russland zu überwinden, haben die G7 und ihre Gäste konkrete Pläne für andere Transportwege besprochen. Doch die wollten sie öffentlich nicht präsentieren. Und in Weißenhaus begrüße ich jetzt die Bundesaußenministerin. Guten Abend, Frau Baerbock. Schönen guten Abend. Sie haben extra den ukrainischen Außenminister eingeladen. Konnte der Sie überzeugen, noch mehr moderne Waffen und schweres Kriegsgerät, Raketen, Kampfjets an die Ukraine zu liefern? Überzeugt werden muss, glaube ich, so gut wie niemanden mehr, dass wir an der Seite der Ukraine stehen müssen, damit es nicht weitere Kriegsverbrechen gibt, damit die Ukraine sich verteidigen kann und die Menschen überhaupt eine Perspektive haben, irgendwann mal wieder in Frieden und in Sicherheit leben zu können. Die große Herausforderung ist, dass wir, wie im Beitrag schon deutlich geworden ist, gemeinsam schnell liefern, weil die Tatsache zugleich ist, dass wir in unseren eigenen Beständen, aber so geht es eben vielen Bündnispartnern, nicht per
Knopfdruck sofort Unterstützung in den Bereichen, gerade mit Blick auf die Luftverteidigung, aber eben auch mit Blick auf die Verteidigung am Boden alles liefern können. Und deswegen haben wir uns eben gemeinsam zusammengetan, wie zum Beispiel mit unseren niederländischen Partnern, um jetzt Haubitzen zu liefern, damit die Ukraine gerade an den Orten, wo sie sich gegen die russischen Angreifer verteidigen muss, auch über längere Strecken auch wirklich verteidigen kann. Nun ist Ihr Ressort ja aber eigentlich nicht dezidiert der Waffenexport, sondern eher die Diplomatie. Der Bundeskanzler hat es heute damit ja versucht, bei einem 75-minütigen Telefonat mit Präsident Putin, weitgehend ohne Fortschritte. Sehen Sie überhaupt eine Chance für diplomatische Initiativen, welcher Art auch immer, solange diese Invasion anhält? Die Diplomatie, die stirbt nie, aber wir haben auf brutale Art und Weise seit dem 24. Februar feststellen müssen, dass jegliches Versprechen, was der russische Präsident gegeben hat, eben nicht gehalten worden ist. Wir saßen ja bis zum 24. Februar von unserer Seite, von ukrainischer Seite mit Unterstützung von Franzosen und Deutschen am Verhandlungstisch. Und dann hat der russische Präsident mit diesen Bombardierungen, mit diesen Kriegsverbrechen begonnen. Aber wir versuchen auf allen Kanälen eben nicht nur der Ukraine an der Seite zu stehen, dass sie sich verteidigen können, sondern den Druck auf den russischen Präsidenten maximal zu erhöhen, damit diese brutale Bombardierung eingestellt wird und die russischen Truppen sich zurückziehen. Deswegen ist es so wichtig, auf allen Kanälen aktiv zu sein, weiterhin diplomatisch im humanitären Bereich Lebensmittelversorgung, medizinische Versorgung, militärische Unterstützung, damit die Ukrainerinnen sich verteidigen können und die Ukrainer und eben auch den hybriden Krieg anzugehen, weil dieser Krieg wird ja auch über Desinformationen geführt und zugleich weltweit mit Druck auf die Lebensmittel, weil zum Beispiel Getreide aus der Ukraine von russischer Seite nicht herausgelassen wird. Über die Getreidelieferung reden wir gleich noch mal kurz. Aber Sie haben eben gesagt, bis die russischen Soldaten eben aus der Ukraine verschwunden sind. Was heißt denn eigentlich dann ein Sieg der Ukraine? Wie definieren Sie oder Ihre Kolleginnen und Kollegen das? Bis wann geht diese Unterstützung für das Land? Wo ist ein Sieg denn erreicht? Wir unterstützen die Ukraine dabei, dass sie wie alle Länder dieser Welt eigentlich und vor allen Dingen alle europäischen Länder, die bisher in Frieden gelebt haben, wieder in Frieden, in Freiheit und in Sicherheit leben können. Und dafür ist der allererste Schritt, dass die Waffen schweigen, dass die Bombardierung von russischer Seite eben aufhört. Wir sind ja nach wie vor in der Situation, dass zwar gerade in den östlichen Gebieten und unten an der Meeresküste gekämpft wird, aber natürlich kann in jeder Minute auch eine Rakete weiterhin die Hauptstadt treffen oder eben auch Orte wie Odessa, was wir ja in den letzten Tagen und Wochen immer wieder auch gesehen haben. Und daher ist es so richtig und wichtig, dass der Bundeskanzler heute gegenüber dem russischen Präsidenten noch mal deutlich gemacht hat, diese Bombardierung von unschuldigen Menschen, die muss unverzüglich aufhören. Nicht nur in der Ukraine leiden die Menschen und leiden unter diesem Krieg. Der Krieg hat auch weltweite Auswirkungen. Sie haben es angesprochen, denn in der Ukraine ist das einer der wichtigsten Getreidelieferanten. Da ist vieles blockiert. Sie sprachen von einem Nahrungsmittelkrieg heute. Welche Lösung sehen Sie denn dafür? Eigentlich wäre die Lösung ganz einfach, wenn sie von russischer Seite nur gewollt wäre. Das ist ebenso bei der Frage, wie geht der Krieg zu Ende? Wenn der russische Angriff aufhört, dann wäre der Krieg morgen zu Ende. Und das Gleiche gilt mit Blick auf die Lebensmittelversorgung. Die allergrößten Getreideexporte kommen eben weltweit aus der Ukraine und Russland zusammen. Und wenn diese Exporte in den nächsten Wochen und Monaten nicht mehr laufen können, dann droht eine Hungersnot und zwar an ganz, ganz vielen Orten auf dieser Welt. Und im Hafen von Odessa liegen die Schiffe, die derzeit nicht auslaufen können, weil die Russen das Meer besetzt haben. Und entsprechend kann das Getreide nicht raus aus dem Land. Und wir haben jetzt in dem Kreis der G7 unterschiedliche Alternativen erörtert, wie wir das Getreide aus der Ukraine herausbekommen können. Weil wenn das Getreide jetzt nicht rauskommt, also die Winterernte nicht rausgeht, dann droht eben auch die nächste Ernte überhaupt nicht von
von den Feldern geholt werden zu können, weil die Silos voll sind. Das heißt, wir kommen in einen unglaublichen Teufelskreis hinein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir alternative Routen jetzt gemeinsam erörtern, wie das Getreide aus der Ukraine herauskommen kann. Auch Russland, wie gesagt, exportiert ja eigentlich auch Getreide, auch viele Düngemittel. Auch das müsste eigentlich weitergehen weltweit, weil viele, viele Länder darauf angewiesen sind. Aber es ist ein Teil der russischen Strategie, zum einen diese Exporte jetzt zu blockieren und zum anderen weltweit, gerade in Afrika, auch eben die Propaganda zu verbreiten. Das wären die Auswirkungen von den Sanktionen. Das Gegenteil ist aber der Fall. Wir tun alles dafür, damit die Lebensmittel in die Welt kommen können, um es nicht zu einer globalen Lebensmittelkrise jetzt noch ausufern zu lassen. Ich bin gespannt, ob es gelingt, diese alternativen Routen zu finden und auszubauen. Vielen Dank, Frau Baerbock, nach Weißenhaus. Danke ebenso, alles Gute. Ja, bleiben wir bei diesem Krieg um Lebensmittel. Da ist der Westen jetzt also gefordert mit einer Verteidigungsstrategie und die wäre dann aber auch Sache des Ernährungsministers Cem Özdemir. Der klar sagt, ein Beitrag gegen Putin wäre es, weniger Fleisch zu essen, will sagen, mehr Platz für Feldfrüchte, die direkt auf dem Teller landen, ohne Umweg etwa übers Rind, zum Beispiel für Rouladen oder um Milch zu bekommen. Klingt einfacher, als es ist für viele, die davon leben. Stefanie Germann und Jochen Breitinger nehmen uns mit nach Schwaben. Ja, du bist mein Gute, gell? Ja, du, ihr seid doch mein Gute. Ihr seid mein Gute. Sie sind seine Lebensgrundlage und seine Altersvorsorge. Bauer Hubert Kucher besitzt 250 Kühe und sehr viel grüne Wiese, die hier an der Ostalb so steil ist, dass sie nur als Kuhweide taugt. Deswegen brauchen wir die Kuh. Weil die macht aus diesem Gras, was für uns überhaupt keinen Wert hat, für den Mensch, macht Fleisch und macht Milch. Und wir veredeln das wieder in Milchprodukte. Das ist eine ganz tolle Sache. Das ist eigentlich, wenn man es nicht machen, müsste man es erfinden. Umstellen auf reine Ackerwirtschaft kommt für ihn ohnehin nicht in Frage. Dafür hat er viel zu wenig Fläche für den Getreideanbau. Davon allein könne sein Familienbetrieb nicht leben. Der gerade frisch gesäte Mais, ausschließlich Futter für seine Kühe. Also Landwirtschaft ist langfristig. Wir arbeiten in Generationen. Da kann man heute nicht raus in die Kartoffeln und morgen wieder rein in die Kartoffeln, sondern so ein Betrieb ist für Jahrzehnte aufgestellt und deswegen funktioniert es nicht so einfach. Betriebe wie Kuchers werden aber radikal umdenken müssen, sagen Fachleute. Weg vom Fleisch hin zum Getreideanbau. Etwa 60% des Getreides in der EU wandern in den Futtertrog. Nur 20% auf den Teller. Ein krasses Ungleichgewicht, sagt die Welthungerhilfe. Gerade der Krieg in der Ukraine zeige, dass das weltweite Ernährungssystem vor dem Kollaps stehe. Ich glaube, der deutsche Landwirt hat natürlich ein Problem, wenn er sagt, ich muss von heute auf morgen auf was anderes umstellen. Das ist für mich schwierig, vollkommen richtig. Aber es ist die Möglichkeit, jetzt mittelfristig die Weichen zu stellen für ein Ernährungssystem, was gerecht ist, was nachhaltig ist und was auch ökologisch ist und was wir sowieso brauchen werden, um langfristig den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Schwierig also für die Landwirte, aber auch Verbraucher benötigen möglicherweise noch Zeit. Vermutlich geht's nicht ohne politischen Druck. Wenn wir abwarten würden, bis wir vielleicht unseren Fleischkonsum halbiert haben, würde das 40, 50 Jahre dauern. So viel Zeit haben wir aber nicht. Also müssen wir es beschleunigen. Und beschleunigen können wir es, indem wir deutlich aufklären, indem wir Steuern raufsetzen und indem wir Tierbestände reduzieren. Und der Zeitrahmen ist, wir müssen heute anfangen. Entscheidend seien die kommenden 10 Jahre. Für Hubert Kucher aber ist klar, seine Kühe abgeben würde er erst dann, wenn er mit Getreide genauso viel verdienen würde. So viel Zeit haben die Menschen nicht, die vom Getreide aus Europa abhängig sind. Im Norden Afrikas, wo zum Beispiel der Sudan schätzungsweise die Hälfte seines Weizens importiert aus der Ukraine und aus Russland. Im Schatten des Krieges vor unserer Haustür hat dort schon die Ernährungskrise begonnen. Und zu dieser angekündigten Katastrophe im Sahel kommt im Sudan eher noch die verheerende Gewalt des Darfur-Konflikts dazu. Der Westen des Landes findet seit Jahrzehnten schon keinen Frieden. Hunderttausende sind geflüchtet und zigtausende werden noch folgen, weil militante Gruppen den Bürgerkrieg wieder anheizen. Daniel Hechler zeigt uns Menschen, die dringend eine helfende Hand brauchen. Fatma hat fast alles verloren. Ihr Haus wurde niedergebrannt, geplündert, ihre Tiere getötet. Nur ihr Leben haben sie verschont.
Hier war meine Küche. Das war mein Zuhause, unser Schlafraum. Alles zertrümmert. Die umliegenden Häuser haben sie abgefackelt. Niemand beschützt uns hier. Tochter Tusa wurde bei den Kämpfen durch einen Schuss verletzt, hat große Schmerzen. Bei Nachbarn hat die Familie Unterschlupf gefunden. Lebensmittel gibt es kaum. Zeigt den Menschen unser Leid. Wir können das alles nicht länger ertragen. Es waren die tödlichsten Kämpfe in Darfur seit Jahren. In etlichen Dörfern spielten sich Ende April grausame Szenen ab. Häuser, Schulen, Kliniken, Märkte wurden angegriffen und niedergebrannt. Mehr als 160 Menschen wurden getötet, unter ihnen viele Frauen und Kinder. Zehntausende sind nun auf der Flucht, gestrandet im Nirgendwo der Unruheprovinz, erschöpft und hungrig. Auslöser des Gewaltexzesses war eine Stammesfehde. Schwer bewaffnete Kämpfer der Janjaweed-Miliz wollten den Tod zweier Anhänger rächen. Seit Jahren schon verbreiten sie Angst und Schrecken, haben laut UN Hunderttausende Anhänger anderer Stämme bestialisch getötet. Mit Rückendeckung und Waffen von Sudans Militärjunta in Khartoum. Menschenrechtsverbrechen als Machtdemonstrationen der Provinz. Das Dorf hier ist jetzt Geschichte. Der Gewaltausbruch trifft eine Region in bitterer Armut. Viele Menschen wurden mehrfach vertrieben, fast jeder Zweite ist auf Lebensmittelhilfe angewiesen. Das Welternährungsprogramm aber kann diese kaum mehr leisten. Es war in den vergangenen Wochen sehr gefährlich für uns zu arbeiten. Die Kämpfe waren heftig. Wir mussten die Verteilung von Lebensmitteln deshalb in West-Darfur vollständig einstellen. Flüchtlinge wie Ayub trifft das besonders hart. In diesem Camp hat er Zuflucht gefunden, kann sich aber kaum etwas zu essen leisten. Die Weizenpreise haben sich wegen des Ukraine-Kriegs im Vergleich zum Vorjahr fast verdreifacht. Öl kostet jetzt mehr als 5 Euro, ein Kilo Zucker 1,50 Euro. Pro Monat aber stehen dem Familienvater weniger als 9 Euro zur Verfügung. Die Leute haben nicht mehr genug zu essen. Das ist im ganzen Sudan so. Aber am schlimmsten ist es in den Camps, weil es hier kaum Jobs für uns gibt. Dennoch bleibt auch Fatma kaum mehr als Flucht, vor allem ihrer Kinder wegen. Flucht aus einer vielfach krisengeschüttelten Region, die fast in Vergessenheit geraten ist, im Windschatten eines Kriegs im fernen Europa. Zur Lage in Darfur nun die Meinung von Thomas Aders, der als ARD-Korrespondent oft über die Region berichtet hat. Was geht uns der Sudan an? Ein Konflikt, der in den 2000er Jahren für Unruhe gesorgt hat und heute offenbar wieder ausbricht. Irgendwo in der Sahelzone, weit weg von uns. Eine ganze Menge. Denn im Darfur-Konflikt ging und geht es um Ernährung, um Ackerland und vor allem um Wasser. Wir haben dazu beigetragen, dass das Leben von immer mehr Menschen in der dritten Welt bedroht ist. Und zwar durch die Erderwärmung, die vor allem wir zu verantworten haben. Darum geht es. Bewaffnete Nomaden bekämpfen im Sudan Bauern, die von kümmerlichem Ackerbau leben. Die Viehzüchter ziehen mit ihren Herden durch das Land und verlangen Futter und Wasser von den Farmern. Die aber haben selbst oft nicht genug. Es kommt zu Streit, zu Kämpfen, zu Kriegen. Damals wie heute. Als wir im vergangenen Jahr für eine Dokumentation in Darfur waren, haben Viehtreiber sesshafte Bauern angegriffen. Es ging wie immer um Futter für die Tiere, um Wasser und um das Recht des Stärkeren. Seit 3 Wochen ist der Bürgerkrieg nun wieder voll entflammt. Hunderte Menschen sind umgekommen. Der Grundkonflikt ist nie gelöst worden. Im Sudan, wie in der gesamten Sahelzone Afrikas, gibt es erstens zu wenig landwirtschaftlich nutzbaren Boden, zweitens zu viele Menschen und drittens immer weniger Wasser. Der Sudan, ein hochaktuelles Beispiel für den Zusammenhang von Klimawandel und zunehmenden Konflikten. Die Treibhausgase, die wir, der Westen, in die Atmosphäre gepustet haben, lassen die Sahara immer weiter nach Süden vorstoßen, rauben den Menschen im Sahel jedes Jahr zigtausende von Quadratkilometern Weidefläche, entzünden alte und neue Kriege. Stellen wir uns ein auf mehr Konflikte. Nicht nur im Sudan, sondern überall auf der Welt, wo es durch unsere Gier heißer und heißer wird. Die Meinung von Thomas Aders.
Klimaschutz ist in diesen Tagen auch wieder Tagesgespräch in dem Bundesland, das ein Fünftel der deutschen Wirtschaftskraft schultert, Nordrhein-Westfalen. Übermorgen entscheidet sich, wer in den kommenden 5 Jahren dort regieren wird, und es ist ein sehr enges Rennen. Auch deshalb sind die Spitzenkräfte heute noch mal raus ins Land, um bei den Abschlusskundgebungen für sich zu werben. David Sayons und Michael Heusen. Einer von ihnen wird wohl neuer Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Herausforderer Thomas Kutschaty und Amtsinhaber Hendrik Wüst. In Köln konnte sich SPD-Mann Kutschaty über prominente Unterstützung freuen. Zahlreiche SPD-Größen und Kanzler Scholz kamen zu seiner Wahlkampfveranstaltung. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen Olaf Scholz geholfen, dass er Bundeskanzler werden kann. Und jetzt unterstützt er uns hier im Wahlkampf von Nordrhein-Westfalen. Das ist ein starkes Signal, da bin ich sehr dankbar. Der amtierende Ministerpräsident Hendrik Wüst ist als Nachfolger von Armin Laschet ins Amt gekommen, geht jetzt zum ersten Mal als Spitzenkandidat der CDU in die Landtagswahl. Unterstützung von Daniel Günther, Wahlsieger aus Schleswig-Holstein. Der Rückenwind aus Schleswig-Holstein, die exzellente Stimmung, wenn wir draußen sind, im Wahlkampf sind, all das macht gute Laune. Gute Laune auch bei den Grünen. Vizekanzler Habeck im Wahlkampf mit Spitzenkandidatin Mona Neubauer. Die Grünen dürften drittstärkste Kraft werden und damit Königsmacher bei der Koalitionsbildung. Es könnte sogar für ein Zweierbündnis reichen, Schwarz-Grün oder Rot-Grün. Wir werden jetzt bis zum Wahlkampfschluss für uns werben als Grüne. Wir machen ein Angebot in die Mitte der Gesellschaft, damit Nordrhein-Westfalen nach der Landtagswahl eine Regierung auf der Höhe der Zeit bekommt. Hier gibt es Unterstützung vom liberalen Popstar. Finanzminister Christian Lindner macht Wahlkampf für Parteifreund Joachim Stamp. Dessen Koalitionspräferenz ist klar, auch wenn es wohl kaum für eine Fortsetzung von Schwarz-Gelb reichen wird. Wir haben gut mit der Union zusammengearbeitet, deswegen ist das unsere erste Priorität. Wenn wir einen weiteren Partner brauchen, sind die demokratischen Parteien hier alle miteinander koalitionsfähig. Das sagen die anderen ja auch. AfD und Linke spielen für die Koalitionsbildung voraussichtlich keine Rolle. Die Linkspartei dürfte es noch nicht mal in den Landtag schaffen. Von Zweierbündnissen bis hin zu Jamaika oder Ampel. Das Rennen bei der NRW-Wahl ist offen. Und einen weiteren Ausblick auf den spannenden Wahlabend gibt uns jetzt Jörg Schönborn in unserem Wahlstudio in Düsseldorf. Jörg, vergangenen Sonntag haben die Menschen ja in Schleswig-Holstein sehr klar Daniel Günther als Ministerpräsidenten im Amt bestätigt. In 2 Tagen also wird in Nordrhein-Westfalen gewählt. Gibt es da bei dieser Wahl auch so einen klaren Favoriten? Das war ja ein Muster bei vielen letzten Wahlen, dass eine strahlende Figur am Ende alles entschieden hat. Und genau das gibt es hier in Nordrhein-Westfalen nicht. Die beiden, Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty, die Spitzenkandidaten, sind überhaupt erst letztes Jahr in ihre Ämter gekommen als Ministerpräsident oder SPD-Vorsitzender. Und sie hatten, das hier ist die Kurve in der Direktwahlfrage, sie hatten eigentlich nicht nur den Kampf gegeneinander zu bestehen, sondern auch den gegen ihre Unbekanntheit. Beide waren mal Landesminister, aber nicht sonderlich prominent. Und man sieht, sie haben beide ein bisschen aufgebaut. Leichter Vorsprung Wüst vor Kutschaty. Aber das ist, wenn man bedenkt, dass er im Amt sitzt, alles andere als ein Amtsbonus. Hendrik Wüst, der Amtierende, regiert zusammen mit der FDP. Wie ist denn die Bilanz, wenn die Menschen im Land auf die gesamte Regierung in ihrem Bundesland schauen? Wenn man ein bisschen zurückblickt, Armin Laschet im Gedächtnis hat und an die Corona-Krise denkt, dann hat diese Regierung nicht brilliert. Auch das Hochwasser, die Flut im vergangenen Sommer hat wirklich Spuren hinterlassen. Insofern sind Top-Werte, wie wir sie hier in Schleswig-Holstein vergangenen Sonntag hatten, hier in Nordrhein-Westfalen wirklich weit, weit weg. Das sind die 3 bestbewerteten Landesregierungen des letzten Wahlzyklus. Dann kommen einige dazwischen und dann beginnt Nordrhein-Westfalen in Anführung des unteren Feldes 48% Regierungszufriedenheit. Das ist ein, naja, wirklich sehr bescheidener Wert. Aber das ist die Frage, die wir dann immer stellen. Könnten die anderen es denn besser? Eine SPD-geführte Landesregierung, könnte sie die Aufgaben besser lösen? Und auch da ist das Urteil verhalten, sogar noch verhaltener als bei der Beurteilung der Regierung. Ganze 37% sagen ja. Und das ist dann genau der Grund dafür, warum wir eben dieses Kopf-an-Kopf-Rennen haben und wirklich am Sonntag erst um 18 Uhr oder vielleicht sogar später wissen, wer die Nase vorn hat. Jörg, vielen Dank. Wir sind gespannt und dann bis spätestens Sonntag. Danke nach Hamburg.
Wahlentscheidend könnte übrigens auch das Thema innere Sicherheit sein. Dazu passt, dass die Bundesregierung heute einen Bericht der Sicherheitsbehörden über den Rechtsextremismus vorgelegt hat. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Daubner. Untersucht wurden 860 Verdachtsfälle bei Polizei, Zoll, Geheimdiensten und Bundeswehr. In mehr als jedem dritten fanden sich Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen, etwa Äußerungen in Chatgruppen oder Zugehörigkeit zu sogenannten Reichsbürgern. Bundesinnenministerin Faeser kündigte eine Beschleunigung der Disziplinarverfahren an, die sich teilweise über Jahre hinziehen. Nach einem umstrittenen Auftritt im Verteidigungsausschuss des Bundestages hat der FDP-Politiker Faber angeboten, als verteidigungspolitischer Sprecher seiner Fraktion zurückzutreten. Darüber soll die Fraktion am Dienstag entscheiden. Faber hatte heute die Ausschusssitzung verlassen, als Kanzler Scholz noch zum Konflikt in der Ukraine Stellung nahm. Auf Twitter hatte Faber kritisiert, dabei seien viele Fragen offen geblieben. In Finnland hat heute die Eishockey-WM begonnen. Das deutsche Team musste sich in seinem ersten Vorrundenspiel Rekordweltmeister und Titelverteidiger Kanada mit 3:5 geschlagen geben. WM-Auftakt für das deutsche Nationalteam in Schwarz in Helsinki. Es kann nicht komplizierter beginnen als gegen den 27-fachen Weltmeister Kanada, bestückt mit Cracks aus der nordamerikanischen Profiliga, der NHL. Kanada mit unheimlich Druck und mit 2 Toren im ersten Drittel. Sillinger und Dubois 0-2. Deutschland oft überfordert. Mittelabschnitt, das DEB-Team wird stärker. Marc Michaelis, erstes WM-Tor Deutschland, nur noch 1-2. Aber 3 kanadische Treffer, 2 davon in Überzahl, stoppen den deutschen Aufschwung. 1-5 zur zweiten Sirene. Am Ende unterliegt Deutschland mit 3:5. Zweiter Gegner ist morgen Abend die Slowakei, Olympiadritter von Peking. Tag für Tag erleben wir Debatten über Krieg und Frieden. Er ist bekannt für seine Meinungsfreude und geht buchstäblich keinem Konflikt aus dem Weg. Dennis Yücel, einer von knapp 800 Autorinnen und Autoren der Vereinigung PEN in Deutschland. Und das rückt seine Meinung in den Fokus, er ist ihr Präsident. Oder genauer gesagt, er war es bis heute. Denn in dieser Funktion hatte er sich im März geäußert zum Krieg gegen die Ukraine. Eine Flugverbotszone wäre eine gute Idee zum Beispiel. Seither wurde er selbst angegriffen, auch bei der Mitgliederversammlung heute in Gotha. Und so bedeutet für Dennis Yücel PEN derzeit nicht Poesie, Essay und Novelle, sondern Präsident, er, nein. Andreas Franz. Die PEN-Mitgliederversammlung in Gotha hat kaum begonnen, da geht der Streit schon los. Seit Oktober ist Dennis Yücel im Amt, jetzt sollen der Präsident und einige Mitstreiter abberufen werden. Ich will Sie nur davor schützen, dass Sie in Schadenersatzforderungen kommen. Ich habe keine Lust, das Justiziable zu machen. So, wenn der Honorarkonsul sich jetzt auch hingesetzt hat. Hören Sie weiter auf! So, Herr Honorarkonsul, ich bitte Sie. Ich bitte Sie. Exzellenz! So. So geht das noch eine ganze Weile. Es wird gestichelt, beleidigt, schwere Vorwürfe machen die Runde. Angesichts des heftigen Streits fürchten einige Mitglieder für die Jahresversammlung schon das Schlimmste. Im Augenblick tobt ein Kulturkampf innerhalb des Verbandes. Und ich glaube schon, dass es hier einen Riss gibt. Mal sehen, ob am Ende des Tages auch der PEN noch besteht in der Form. Wohin steuert der PEN Deutschland? Soll er eine zwar engagierte, aber vor allem nachdenkliche Vereinigung sein oder sich aktiv und vehement in die Tagespolitik einmischen? So wie es Dennis Yücel Mitte März auf der Lit Cologne tat. Er setzte sich als PEN-Präsident für eine Flugverbotszone über der Ukraine ein, denn damit alleine, mit der Waffe des Wortes alleine, wird die Ukraine nicht zu verteidigen sein. Es hagelte Rücktrittsforderungen ehemaliger PEN-Präsidenten. Yücel habe gegen die friedliche Ausrichtung des PEN-Zentrums verstoßen und seine Befugnisse überschritten. Seine Vorgängerin hofft noch, dass sich alle zusammenraufen und auf das Wesentliche besinnen. Das Engagement für verfolgte Schriftstellerinnen und Schriftsteller in aller Welt, für die Meinungsfreiheit, für den Frieden, für das friedliche Zusammenleben der Völker. Also wir haben ja wirklich große Ansprüche. Aber was nützt die ganze Menschenrechtsarbeit, wenn wir selber nicht würdig miteinander umgehen? Dabei wussten die Mitglieder, was sie bekommen. Der Journalist, der für die Welt schreibt, ist ein Kämpfer für das freie Wort.
bis zur Schmerzgrenze. Für seine Überzeugung saß er lange in türkischer Untersuchungshaft. Er gilt als streitlustig, manche sagen streitsüchtig. Auf jeden Fall meinungsstark. Genau das finden seine Unterstützer, was der PEN in diesen Zeiten brauche. Damit ist es jetzt vorbei. Am Ende eines langen, aufreibenden Tages, an dem Yücel zu keinem Interview bereit war, wird der Abwahlantrag denkbar knapp abgeschmettert. Yücel bleibt im Amt, aber kurze Zeit später schreibt er auf Twitter: Der Abwahlantrag gegen mich als Präsident des PEN Deutschland ist heute knapp gescheitert. Trotzdem bin ich kurz danach von meinem Amt als Präsident zurückgetreten und habe meinen Austritt aus dieser Bratwurstbude erklärt. Am Ende gibt es nur Verlierer. Und die Frage, geht das Chaos weiter? Tja, und wir kommen noch zu einer anderen Frage. Kurz vor Schluss noch Sven Plöger, heute nicht nur mit den Wetteraussichten, hat auch gleich einen Tipp für die Haut. Hoher Lichtschutzfaktor wäre gut, wenn wir rausgehen, oder? Genau, Ingo, jetzt hast du eigentlich schon alles verraten. Das ist tatsächlich richtig. Ja, es wird ein sehr sonniges Wochenende, es wird ein warmes Wochenende, insbesondere der Sonntag mit Temperaturen nahe 30 Grad. Übrigens, der Sonntag ist die kalte Sophie. Der letzte Tag der Eisheiligen sind dieses Jahr ausgefallen. Und jetzt gucken wir hier ganz kurz. Wir haben es grob dargestellt zur Orientierung. Der UV-Index ist hier zu sehen für Samstag und Sonntag. Samstag links, Sonntag rechts. Sie sehen, insbesondere im Süden Deutschlands ist er sehr hoch, nimmt nach Norden ein bisschen ab, insbesondere morgen, weil eben einige Wolkenfelder hier noch durchziehen. Aber insgesamt haben wir eben dieses riesige Hochdruckgebiet, was für das freundliche Wetter sorgt, aber immer ein bisschen in Anführungsstrichen, denn die Natur braucht einfach Wasser. Und wir kriegen derzeit schlicht und einfach keines, vielleicht dann am Montag, aber möglicherweise in Unwetterform. Bleiben wir in der Chronologie, schauen in die Nacht, letzte Gewitter am Alpenrand, sonst oft klar. Im Norden ziehen einige Wolkenfelder durch, das wird auch morgen immer wieder so sein. Ein paar Quellwolken kommen dazu, auch am Alpenrand, sonst ist es sehr sonnig. Die Temperaturen morgen früh liegen in den Hochtälern bei 4, für die meisten bei 6 bis 11, am Bodensee bei 13 Grad. Und der morgige Nachmittag dann bei auflandigem Wind nur 15 oder 16, sonst im Norden 20 bis 23, im Südwesten bis 27. Dann eben die kalte Sophie mit bis zu 30 Grad und viel Sonnenschein. Und dann, das werden wir natürlich hier weiter beobachten, am Montag von Westen ein Frontensystem mit zum Teil kräftigen Gewittern. Wahre Sommergewitter können das dann sein, Ingo. Ein warmes Wochenende steht vor der Tür. Vielen Dank dafür, Sven. Und das waren die Tagesthemen. Im Ersten folgt jetzt der Polizeiruf aus Rostock. Und morgen machen die Tagesthemen ausnahmsweise Platz für den Eurovision Song Contest hier im Ersten. Aber Sonntagabend, dann sind wir wieder da für Sie dann mit allen Entwicklungen zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Ihnen ein gutes Wochenende. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.